Hallo und willkommen bei Frontal Filmwerke. Heute zum zweiten Teil zu meiner Sammlung. Die russische Edition. Los geht's. Wir fangen heute mit zwei Teilen an. Einmal meinem Schiffchen, ganz klassisches russisches Schiffchen, mit abgetarnten Sternen, so wie die meisten Sterne im Krieg. Und mit meiner Feldflasche. Die hat einen sogenannten 41er Bezug von OTK. Richtig schön mit zwei verschiedenen Farben. Damit man auch Zeit, ja, bei Russen gab es auch Farbvarianz. Und mit einer frühen KVP-Flasche, die ist nämlich noch nach dem Baumuster der russischen Feldflasche aus dem Zweiten Weltkrieg. Nicht so wie spätere russische Feldflaschen, die ein anderes Gewinde und einen anderen Deckel hatten. Ja. Kommen wir zum nächsten Zeug. So, nun kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingshut. Die meisten von euch werden sich zumindest in irgendeiner Form vielleicht noch an den erinnern. Der steht nämlich meistens hier im Hintergrund oder ich habe ihn mal auf dem Kopf gehabt. Das ist mein russisches Offiziersmützchen, ja, meine Schirmmütze. Die habe ich mal von David gekauft für kleines Geld, ich glaube 30 Euro waren es. Und sie ist fantastisch. Sie sitzt und passt super auf meinen Kopf. Ist, finde ich, auch viel universeller zu nutzen als diejenigen, die es damals mit dementsprechender Farbgebung gab, in Rot, Grün und sonst was. Und wurde so von Offizieren ja auch vermehrt an der Front getragen. Ist auch mit angepinselten Sternen, damit man nicht auffällt, wie so eine kleine bunte Nudel. Deshalb finde ich die ziemlich gut. Tun wir sie mal wieder zurück, ne? Ah, und da kommen wir zu meinem kleinen anderen Stück. Das hier ist der Repro eines finnischen Messers. Also dieses typischen finnischen Messers, dessen Namen ich mir nicht merken kann, weshalb er hier oben eingeblendet wird. Der wurde im Winterkrieg vermehrt auch von russischen Soldaten erbeutet und genutzt, weil die Soldaten hatten halt in den meisten Fällen kein eigenes Messer. Die Rote Armee hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Kampfmesser ausgegeben, sondern nur Bajonette. Und in dem Fall war es entweder das kleine spitze Ding vom Mosin oder das SVT-Bajonett. Und das SVT-Bajonett war halt das einzige Richtung Messer, was sie hatten. Deshalb waren die sehr beliebt und ich trage das ganz gerne nach dem Motto so, ja, ich bin nun Veteran des Winterkrieges. So ein bisschen mehr Flair reinbringen. Das ist ganz praktisch und deshalb finde ich das ziemlich cool. Hab das mal von einem Freund im Tausch bekommen. Und das zieht auch eigentlich hier mein Hintergrund. Deshalb tue ich es gleich nach dem Take hier wahrscheinlich wieder hin. Mal sehen, ob ihr es wieder seht. Jetzt kommen wir zu was Essentielleren. Meiner Feldbluse. Das hier ist eine Gymnastalker M43, also eine Feldbluse, Modell 1943. Wie sie ab Spätjanuar 43 getragen werde. Da kam die neue Uniformrichtlinie und damit wurde gewechselt auf diesen Uniformtypus. Vorher wurde der sogenannte M35-Typus getragen mit den verschiedenen Effekttypen und das war ein bisschen verwirrend. Also wurde auf diese Version mit Schulterklappen angelegt an das Zarenmodell aus dem Ersten Weltkrieg umgeswitcht. Viel simpler zu produzieren, viel simpler zu erkennen, wer was ist und als Uniformierung eigentlich doch nicht scheiße, ich finde es ganz prickelnd, auch hier mit abgetarnten Knöpfen im Rang eines Rotarmisten jetzt. Ich habe auch noch Klappen für ein paar andere Ränge, Sergeant und nämlich Gefreiter. Ja, das wäre meine russische Standardjacke, hängen wir sie mal hier auf. Oh, bravo. Jetzt was Cooles, eine Möwentarnjacke. Diese habe ich auch vom lieben David bekommen, von dem habe ich ein bisschen was bekommen bei großen Sachen. Und dazu habe ich auch die passende Hose. Vielleicht zeige ich die euch heute noch, ich vermute aber nicht. Ganz simples Amöbentarn in Braun mit. Ja, in Braun mit Erdfarben. Also Erdfarben, ja. Es ist im Prinzip die Herbstversion. Es gibt nämlich auch eine Sommerversion, beziehungsweise eine grüne Version mit braunen Flecken. Die ist dann relativ. Man kann sie beide im Prinzip gleichzeitig tragen, tatsächlich, weil die Russen es nicht geschissen bekommen haben, sie jahreszeittechnisch auszugeben. Oder zum richtigen Zeitpunkt, was man tatsächlich in Memoiren von Scharfschützen liest, wie Wassili Zaitsev. Und ja, bei mir ist schon ein Knopf abgefallen, weil ich das Ding verliehen hatte in Alfeld und deshalb ist hier ein deutscher Knopf. Beuteknöpfe wurden auch bei den Russen verwendet. Finde ich da ganz passend. Hatte ihn einen zur Hand. So, kommen wir zu den nächsten Teilen. Wie man hier schon sehen kann, meinen schönen russischen Mantel. Ich habe ihn mal aufgehangen, weil ihn die ganze Zeit hochheben ist ein bisschen bescheuert, weil er ein bisschen schwerer ist. Hier mal ein bisschen im Beige schon habe ich den Mantel tatsächlich, da es auch bei den Russen eine Farbvarianz bei sowohl Blusen als auch Mänteln gab, ähnlich wie bei den Deutschen. Es ist halt immer so, je nach Hersteller und je nachdem, woher sie kommen oder ob es sogar Lendlease-Material ist, sah es ein bisschen anders aus.
Das ist natürlich mein Spätermantel, passend zur Uniform mit den späten Effekten. Meines Wissens gibt es auch keine andere Mantelschnittform, sondern nur andere Effekte am Mantel tatsächlich. Also bei der frühen Version gab es, glaube ich, keine Schulterklappen und andere Kragenspiegel. Ja. Dann hier auch noch mein Helm. Ein stinknormaler SSA 40 in passender Lackierung. Ganz normales Standardding für die Kriegsdarstellung. Wohl so den ganzen deutsch-sowjetischen Krieg getragen. Und ist der meistproduzierte Stahlhelm von den Russen gewesen, deshalb trage ich einen. Ich hätte lieber den SSH 39, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde den ja auch klasse. Das ist quasi mein Ersatz für den, den ihr in einem Kurzfilm an mir gesehen habt, wo der ein bisschen in einer falschen Lackierung war. Den habe ich nicht wieder nachlackiert und dann abgegeben an einen unserer neuen. Ja. Und noch eine interessante Geschichte zum Thema Stahlhelm. Ich besah der alte Stahlhelm, den ich jetzt nicht mehr habe, der hat tatsächlich jemand meine Gehirnerschüttung verpasst, weil der ursprünglich auf einer Puppe mit mal kurz stand. Und die Puppe halt auf die Person gefallen ist und der Stahl mir volle Möhre auf Rübe. Also, ja, am nächsten Tag ging die Person zum Kranken, zum Arzt und halt, ja, Gehirnerschütterung. Ist ein bisschen nicht so prickelnd. Ich glaube, die ist froh, dass der Helm weg ist. Aber vom Stahlhelm erschlagen, das hat ihr die Ärztin auch nicht glauben wollen. Naja, was soll's. Kommen wir zu den nächsten Sachen. Also. Jetzt erstmal die letzten beiden Sachen. Erstmal meine russische Offiziersfeldbluse, auch im Stil einer M43, allerdings mit noch nicht lackierten Knöpfen. Ausschlaggebend für russische Offiziersfeldblusen im Zweiten Weltkrieg war, dass die, also vom Typus M43, war, dass sie Brusttaschen hatten. Hier auch eingenäht mit dem für die meisten Feldblusen verwendeten kleinen Einnäher, wo man weißen Stoff eingenäht hat, als Ersatz quasi für ein Unterhemd. Diese ist im Rang eines russischen Oberleutnants. Das sind 3 Sterne. 1 Stern ist Unterleutnant, 2 Sterne sind Leutnant. 3 Sterne ist Oberleutnant. 4 Sterne gibt es nicht. Ich bin da aber nicht ganz drin. Das ist Rang für Infanterie. Und lustigerweise hat man mich mal damit für einen Kommissar gehalten, weil man offenbar nicht weiß, was der Unterschied zwischen Kommissar und einem Infanterieoffizier ist. Das ist ein bisschen doof bei deutschen Renektern. Generell, guckt euch mal ein bisschen mehr Russenkram an, wenn ihr Deutsch darstellt. Damit ihr auch versteht, womit ihr es zu tun habt, weil im Zweiten Weltkrieg gab es auch Schulungen dafür. Jo. Hängen wir sie kurz auf. Ah, schönes Ding. Ich möchte hinzufügen, alle meine Feldblusen und Hosen stammen von Wollen. Maßgeschneidert und die kosten 40 Euro. 40 bis 50 Euro maßgeschneidert. Das ist einfach gut und der Stoff ist wundervoll. Und auch von Wollen meine russische Feldhose. Ganz klassisches Ding, das haben sie den ganzen Krieg über so getragen. Auch von Wollen. Ich benutze auch für Offiziersdarstellung, weil ich finde, damit fällt man weniger auf. Und es wurde tatsächlich in geringen Fällen halt auch bei Offizieren natürlich Mannschafter-Sachen getragen. Also auch Mannschafter-Blusen und teilweise auch Offiziersblusen bei Mannschaftern, aber versteht, was ich meine. Das wäre es dann aber auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen an sich. Es ist jetzt nur der russische Teil meiner Sammlung. Ich mache garantiert noch einen nächsten Part, entweder einen Update-Part, wo ich dann Sachen zeige, die ich in der Zwischenzeit gekauft habe oder verkauft habe. Hier jetzt auch nochmal das Bild aus dem letzten Video. Ich hatte ja vergessen, den Aufnäher zu zeigen, der in meiner Feldflasche ist, also hier oben einmal. Dann nochmal kurzes Segment. Danke an dich, Robin, also der Rotarmist. Du hast letztens ein tolles Video darüber gemacht, wie wir uns beide erstmal persönlich begegnet sind. Ab und zu haben wir ja geschrieben. Und danke erstmal, dass du das Video gemacht hast. Das ist echt eine super Sache. Dadurch kamen ein paar neue Leute auf unseren Kanal und die waren alle relativ positiv von unserer Russendarstellung. Überraschend, das fand ich schön, weil mir ist es wichtig, dass beide Seiten mindestens ähnliche Art von Aufmerksamkeit in der Darstellung bekommen. Ja, ich fand es toll, dass du dieses Video gemacht hast und ich will dir da mal einfach nur mal Danke sagen, weil das hat unserem Kanal ein bisschen geholfen und ich finde, ganz ehrlich, als kleines Danke von uns, jeder, der ein entferntes Interesse an Russendarstellung hat, geht jetzt bitte auf seinen Kanal und abonniert, ja? Weil der Rotarmist ist halt kurz vor den 1000 Abos und ich möchte, dass er die erreicht und ich möchte, dass er auch seinen weiter Spaß am Hobby hat und mehr von solchen Videos macht. Weil alle seine Guides oder Darstellungsvideos sind vernünftig recherchiert und vernünftig produziert und alles ist super und tipptopp. Er ist der Beste, wenn es um russische Darstellung zum Zweiten Weltkrieg geht in Deutschland und auch im deutschsprachigen Raum. Ja? Deshalb, wenn ihr im Entferntesten daran interessiert seid, guckt bei ihm rein. Das tut niemandem weh und es sind auch nicht zu lange Videos. Das ist jetzt keine Stunde, meistens so 5 bis 15 Minuten. Länger war es nie. Ja. Dann jetzt nochmal allerletztes. Denkt dran, wir machen unseren 500 Abos machen wir einen Livestream. Ja. Und
Ich würde eventuell gerne ein Meme-Segment machen, deshalb hier auch eine kleine Vorlage. Wenn ihr gerne Memes für dieses Segment einreichen wollt, entweder postet sie auf Instagram unter dem Hashtag Frontalfilmwerke oder ihr sendet mir sie wie unserem Instagram halt per Privatnachricht. Ja. Das wäre es dann aber auch wirklich für heute. Frontalfilmwerke out. Wir sehen uns im nächsten Video. Tü-tü-tü. Ich rede heute wieder ein bisschen schnell, kann das sein? Naja, ich habe nicht viel Zeit.